Gruß aus dem Wald, mein Name ist Alvo und ich möchte euch heute drei meiner liebsten guten Klappmesser vorstellen, ungefähr im Preisbereich bei 30 bis 40 Euro. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Wir schauen uns heute drei Klappmesser an von den Paaren, die ich habe. Alle diese Klappmesser sind einhändig zu öffnen, also Achtung, Paragraph 42a, nicht konform. Haben alle ungefähr eine ähnliche Größe, ein ähnliches Gewicht und eine ähnliche Schnittleistung. Eins von den Messern ist gerade ausverkauft. Guckt einfach mal unten in die Videobeschreibung. Da packe ich euch natürlich alle Links rein, die einen interessieren könnten. Vielleicht dann auch einen Ersatzlink, falls es ein ähnliches Modell wie das ausverkaufte Messer gerade irgendwo gibt. Vielleicht habt ihr ja noch Lust, euch selbst eine kleine Freude zu machen. Im Einzelhandel kann man ja bald nicht mehr einkaufen gehen. Das erste meiner liebsten Klappmesser ist das Ganzo Firebird F7611. Keine Angst, den Namen müsst ihr euch natürlich nicht merken. Könnt ihr natürlich auch unten auf dem Link dann später nachgucken. Wir gehen einmal so die grundsätzlichen Daten durch. Ich will euch jetzt nicht wieder bombardieren mit Daten, aber zumindest damit ihr einen großen Überblick habt. Wir haben eine Gesamtlänge von knapp 20 Quadratzentimetern, also von da bis zu dem Ende. Dabei haben wir eine Blade-Länge, also eine Klingenlänge von 8,6 cm. Dabei eine Dicke, ihr seht das hier, ne? 3,2 mm. Ist hier oben relativ dick, geht dann unten natürlich ein bisschen dünner zu. Wir haben einen 440C Stahl, relativ basic. Wir haben G10 Material, kann aber auch jeder beliebige Kunststoff sein, fühlt sich aber sehr durable, also durchhaltungsfähig an. Und wir sind in einem Gewichtsbereich von 122 Gramm. Wenn ihr weitere Daten haben wollt, klickt einfach auf den Link. Was sind die Besonderheiten von diesem Messer? Erstmal gibt es es natürlich in mehreren Farben. Hier das schlichte Oliv ist mir natürlich immer eins der liebsten. Und das Ganze wird dann hier mit einem blauen Pin und hier mit blauen Schrauben ein bisschen aufgewertet. Ich mag das optisch sehr, sehr gerne. Wir haben hinten einen Clip. Entspannt, lässt sich damit gut in der Hosentasche verstauen oder irgendwo anders ranklippen. Und natürlich haben wir meinen liebsten Lockmechanismus, den man einfach hier nach unten zieht und dann wieder so machen kann, ne? Relativ einfach, ihr seht das. Ist immer mein Liebstes, weil ich mag diesen Side-Lock nicht so gerne, deshalb mag ich lieber den Access-Lock, dieser hier. An der ganzen Ganzo Firebird-Reihe, es gibt da auch mehrere Messertypen von, ich habe noch andere, das hier ist aber mein Liebstes, sieht man, das ist so ein bisschen, ja, so schnabelartig, es wird so ein bisschen angedeutet, ne? Hier hinten drauf sieht man dann auch das Logo, das ein, ich würde sagen, ein Feuervogel darstellen soll, was auch immer sich die Designer da ausgedacht haben. Warum mag ich jetzt diese Klinge ganz besonders? Ganz einfach, weil sie hier so massig so viel hat, ne? Also sie ist nicht so schlank, sondern die Klinge ist ordentlich dick. Das heißt, man kommt damit sozusagen so grabmäßig überall gut rein. Es erinnert mich so ein bisschen an diese japanischen Kochmesser, wo man dann auch sozusagen das Essen damit aufnimmt und dann sozusagen so einen kleinen Schaufeleffekt hat. Und das gefällt mir hier ja sehr gerne. Es fühlt sich ordentlich nach was an, einfach in der Hand. Und das macht es auch sehr stabil, denn mit diesem Messer habe ich mal ausprobiert zu batonieren. Solltet ihr nicht nachmachen, denn dafür sind die Messer nicht gedacht. Ich wollte es einfach mal machen, weil ich wissen wollte, wie stabil denn das Messer ist. Und das hat damit sehr gut funktioniert. Also ein top kleiner Begleiter, den es in Deutschland bei Amazon für um die 30 Euro gibt. Da gibt es dann auch verschiedene Modelle, die ein bisschen schlanker sind auch mal etc. Die Schnittleistung ist sehr gut. Wir haben hier so einen standardmäßigen Flachschliff auf dem 440C Stahl. Also es ist wirklich jetzt nichts wirklich Herausragendes, aber es ist auch nichts Schlechtes. Es ist der gute Standard, wie man ihn haben sollte bei günstigen, durchhaltungsfähigen Messern. Was wir vorne nicht haben, ist, dass die Spitze nicht so scharf zulaufend sozusagen ist, wie das man bei anderen Messern haben kann, wo man mehr zum Beispiel irgendwo hineinstechen möchte mit der Klinge, aber ist jetzt auch nicht schlecht. Also es ist vorne schon ordentlich spitz genug dafür. Wir werden aber später ein anderes Messer sehen, wo das vorne alles ein bisschen zulaufender, schärfer gedacht ist, womit man dann andere Aufgaben besser erledigen kann. Wem würde ich also dieses Messer jetzt als abschließende Gedanken empfehlen? Es ist besonders geeignet, um damit gut zu kochen, Pakete aufzumachen, ähnliche robustere Arbeiten auch durchzuführen. Im Schnitzen glänzt es nicht, aber es kann es durchaus machen. Es ist ein bisschen robuster und soweit ich mich erinnere, ist es auch das mittlere Preissegment von diesem Messer, von den drei Messern, die ich heute im Video für euch habe. Das heißt, es ist ein gutes Allround-Messer und ich kann es jedem an Herz legen. Damit macht man nichts falsch. Als nächstes schauen wir uns das Y-Start D2 Messer an.
auch ein Klappmesser. Es hat auch wieder den Clip hinten. Natürlich Praktikabilitätsgründe. Access Lock finde ich immer super, wieder einhändig zu öffnen. Und wir gehen mal ganz kurz die Daten durch. Wir befinden uns bei dem Messer im Preisbereich von ungefähr 23 Euro. Wir haben eine sehr schöne, feine zulaufende Klinge. Die Klingenlänge ist ähnlich, wieder 9,2 cm lang. Im Gewicht sind wir ein bisschen leichter mit ungefähr 110 Gramm. Also wir sparen uns gegenüber dem Ganzo Firebird nochmal 11 Gramm Ei. Angeblich ist das hier D2-Material. Das kann ich zu Hause natürlich nicht nachprüfen. Ich gehe dann davon aus, dass es bei dem Preis auf jeden Fall weiterhin 440C-Stahl ist. Ich kann mich aber natürlich auch irren. Die entfaltete Länge ist ebenfalls 20 cm, das heißt, wir bewegen uns hier in ziemlich ähnlichen Größenbereichen. Was ist das Besondere an diesem Messer gegenüber dem ganzen Firebird-Messer, was ich euch eben gezeigt habe, und was macht es zu einem meiner liebsten Klappmesser, die es wert sind sozusagen, dass ich sie euch nochmal gesondert vorstelle? Ganz einfach, das ist zum einen das Handling von diesem Griff, das übrigens auch wieder G10-Material ist, wie so fast alle Handgriffe, also ein Verbundstoff, der viel dünner, schön filigraner, aber sehr, sehr angenehm in der Hand liegt. Also der Griff gefällt mir außerordentlich gut. Wir haben wieder den klassischen Mechanismus und der passt einfach wunderbar so hier in die Hand rein, wenn man da so raufgreift. Es fühlt sich einfach schön an. Ich kann das natürlich über die Kamera schwer beschreiben, aber das ist es, was ich meine. Und hier haben wir dann eine deutlich weniger breite Klinge und wir haben eine spitzer zulaufende Klinge. Das heißt, wir haben hier sozusagen ein, ich glaube, manche Messerkanäle nennen es Stachel sozusagen, einen richtigen kleinen Stachel. Durchaus angenehm und vor allem natürlich auch im, ja, Low Budget oder zumindest im günstigen Preisbereich von eben 23 Euro, was für ein solches Messer natürlich durchaus eine Ansage ist. Wem würde ich dann dieses Messer denn empfehlen? Ganz einfach, das hier ist ein klassisches, feineres Messer, wo man vielleicht ein bisschen feinere Kocharbeiten macht, wo man vor allen Dingen aber sehr gut mit schnitzen kann. Weil es sehr angenehm in der Hand liegt. Es ist ein bisschen leichter, womit das Handling natürlich auch angenehmer auf Dauer ist. Und man kann damit mit dem Flachschliff, der es ebenfalls wieder ist, sehr angenehm einfach Schnitzarbeiten machen. Man kommt natürlich mit der sehr scharf zulaufenden Klinge sehr gut in Verpackungen rein etc. Aber natürlich auch durchaus zum Kochen. Das Problem ist natürlich, dadurch, dass man weniger Fläche hat, kann man weniger Druck ausüben bei größeren Sachen, die man zerschneiden muss beim Kochen. Das heißt, ich würde es dann für kleinere Sachen eher empfehlen. Und natürlich vor allen Dingen für den Low-Budget-Interessierten, denn das ist natürlich das günstigste Messer von den drei. Das ist allerdings auch gerade das, was ausverkauft ist. Ich schaue mal, ob die Marke ein baugleiches oder einen Nachfolger hat und haue ich unten den Link rein. Das letzte der drei Messer ist ein richtiger Klassiker und zwar das Victorinox Soldatenmesser hier in der deutschen Bundeswehrausführung von Victorinox. Wir haben einmal die Daten, das Messer wiegt 131 Gramm, damit ist es, soweit ich gerade alles zusammenbekomme, das schwerste der Messer. Es hat natürlich aber auch am meisten Funktionen und zwar unter anderem eine Holzsäge dabei, ein Schraubendreher, ein Dosenöffner, ihr kennt das, wir gehen das gleich im Detail durch. In den Kosten bewegen wir uns bei dem Messer im 40-Euro-Bereich. Das kommt aber ganz drauf an. Ich würde euch zum Beispiel empfehlen, nicht die Version mit dem deutschen Bundesadler zu nehmen, sondern einfach das Standard-Soldatenmesser. Das ist nämlich 2 Euro günstiger, hat noch ein bisschen, ja, mehr Grip, weil da mehr Elemente sozusagen drauf sind, die gummiartig sind. Außerdem sieht es meiner Meinung nach auch ein bisschen besser aus, aber ich habe das hier noch über. Wir haben keinen Access Lock, sondern einfach einen Side Lock. Das heißt, wir schieben hier einfach nur zur Seite und dann kann man das Messer wieder reinfügen. Natürlich ist es wie jedes feststellend, das ist aber klar. Die Klinge selbst, und das ist ein Unterschied, ist hier vorne geriffelt, sozusagen eine kleine Sägezahnrifflung, und hat hier hinten einen geraden Teil. Mit diesem geraden Teil kann man durchaus vernünftig schnitzen. Es ist aber gedacht, dass man den Riffelteil hier vorne zum Beispiel zum Kochen und zum Zerschneiden von Bändern etc. nutzt und dass man den, was auch stimmt, dann weniger nachschleifen muss. Weil man hat ja diese Sägezahn,
ja, sägezahnartige Schneidfläche und die muss man halt einfach weniger oft schleifen, beziehungsweise ich habe dieses Messer noch nie nachgeschliffen und es funktioniert immer noch tadellos. Wir gehen einmal standardmäßig durch, was in diesem Messer so alles mit drin ist, aber ihr kennt das, wenn ihr irgendein Victorinox kennt, je nach Bauart sind immer unterschiedliche Sachen drin, es sind aber die gleichen Standardsachen. Das heißt, wir haben hier hinten einen Schraubendreher, Kreuzschraubendreher, eine Nähale, eine kleine, durchaus mal gebrauchbare Säge für kleinere, ja, nette, kleinere Hölzer. Also mehr als so würde ich, glaube ich, damit nicht machen. Ne? Ihr könnt es, aber dann wird es irgendwann auch echt harte Arbeit. Und dann haben wir wie immer einen Dosenöffner mit dabei und einen Schlitzschraubenzieher. Das sind die so die klassischen Sachen von so einem Victorinox. Wir haben hinten noch eine Nähale. Ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, was möchte man haben? Ein Kreuzschraubenzieher oder ein Korkenzieher? Geschmackssache. Ich habe immer lieber ein bisschen den Korkenzieher, andere haben lieber den Kreuzschraubenzieher. Kommt drauf an, was du in deinem Leben so eher brauchst an dem Messer. Wem würde ich dann dieses Messer hier empfehlen? Es ist, und das muss man ganz ehrlich sagen, das teuerste der drei Messer. Es hat natürlich aber auch ein bisschen Kultstatus, weil natürlich auch Victorinox eine, ja, ich möchte jetzt nicht hochpreisige Firma sagen, aber sie bieten eine gewisse Qualität und kosten dann schon 2-3 Euro mehr als ein Standard-China-Klappmesser zum Beispiel. Ich bin sowieso der Meinung, dass jedes Messer mehr als ein gutes Victorinox eigentlich Luxus ist und man eigentlich nicht braucht, vielleicht noch ein großes feststehendes oder ähnliches, aber auch da kann man die meisten Sachen meiner Meinung nach ein bisschen mit dem Beil besser machen. Das ist aber so, man holt sich gerne mal ein paar Spielsachen, ne? Wie man als Mann so ist, und dann holt man sich ein paar mehr Messer. Aber wenn du dir so eins holst oder das eins aus der Ranger-Reihe, die sind noch ein bisschen besser, kosten 20 Euro mehr, bieten aber eine längere Klinge und längere Sägeblatt vor allen Dingen, da kannst du nie was falsch machen mit dem Messer. Wenn du es halbwegs vernünftig pflegst und darauf aufpasst, dass es nicht verloren geht, wirst du so ein Messer für die Ewigkeit haben. Das heißt, damit ist man immer gut bedient. Die haben manche noch weitergereicht, sozusagen an ihre Enkel bereits. Das heißt, es will sich als Allround-Messer präsentieren, womit du ein bisschen alles machen kannst, aber vielleicht nicht das eine oder andere perfekt. Es ist sozusagen kein Spezialistenmesser. Ne? Ein japanisches Kochmesser zum Beispiel ist ja ein Spezialistenmesser. Es ist genau für einen bestimmten Job gedacht. Und dieses Messer will viele Jobs erledigen können. Eine kleine Allzweckwaffe in deiner Hosentasche oder wo auch immer du dein Messer aufbewahrst. Ja, das waren drei meiner liebsten Klappmesser. Sag mir doch einfach mal in den Kommentaren, was so deine liebsten Klappmesser sind. Unser kleiner Messerfetisch ist ja schon immer ein bisschen unterhaltsam, weil wir ehrlich sind, wer braucht eigentlich so viel Messer? Aber haben ist besser als brauchen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und ich konnte dir damit ein bisschen die Zeit vertreiben und dir noch Informationen liefern. Ansonsten schau weiter unten in der Videobeschreibung rein. Dort findest du natürlich die Links, die dann noch mehr Informationen geben können als ich in so einem 10-Minuten-Video. Ich hoffe, du schaust dir die nächsten Videos an, abonnierst gerne den Kanal, lässt ein Like da und wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, tschüss.